Tja, das mit dem Wetter hätten wir uns anders vorgestellt. Darfst du irgendwas Nettes in die Kamera sagen, bevor es ausschaut? Na, das ist ja spannend für Leute. Währingersteig, schwieriger gesicherter Felsensteig. Ich bin total bereit. Du bist total bereit. Das heißt, du hast dir schon Sprüche ausgedacht. Nein. Hallo und Grüße aus drei Städten. Ich bin Flatterbei, nebenbei steht Azrael, der immer noch kein Sprüchel hat. Nein. Ja, und heute geht's auf die Hohe Wand wieder mal, beziehungsweise zuerst einmal zur Einhornhöhle und zum Währingersteig. Und da nehme ich einfach mit, weil es ist da nämlich ein Murztromwirbel. Mhm. Ziemlich sogar. Da geht's drüber im Jahrmarkt, ja? Ja. Schau, da tragen die ersten Felsen auf. Und dort gehen wir auf, was? Sicher. Ah, cool. Na, so weit ist es ja gar nicht, oder? Azrael holt sich neue Energie am Elektrozaun. Währingersteig. Schauen wir, ob er noch einpasst. Aber das schaut hier unten schon anders aus wie der Mühling, oder? Ja. Das ist ja sehr günstig, dass da so tolle Rucksackhalterungen gibt. Da oben ist irgendwo so eine kleine Hülle, gell? Ja. Währingersteig, schwieriger gesicherter Felsensteig. Selbstsicherung bzw. Seilverwendung dringend geraten. So, traust du das zu? Ja. Satrell, zeig einmal vor. Das ist eine Wand? Ja. Ja, man sieht, Azrael hat aufgerüstet, er hat sich inzwischen ein Klettersteig-Set und einen Helm geleistet. Damit stehen ihm jetzt die ganzen alpinen Erfahrungen offen. Ja. Ist nicht so schlimm, ne? Ja. Na, dann geh einfach weiter. Aha, da oben ist dieser höhlenartige Durchgang. Das ist cool. Ha, da sind schon genug aufgestiegen auf den Antritt. Hm? Ja, das hat ziemlich klar. Das schau wie ein Profi. Ja, der ist ja extrem abgespeckt. Bist du deppert, der Fels ist poliert. Ja, da sind schon ein paar Leute raufgekommen. Bitte? Da sind schon ein paar Leute raufgekommen. Da sind schon ein paar Leute raufgegangen, ja? In der Tat. Na gut. Ich glaube, du bist aus dem Blick verschwunden. Ich bin aus dem Blick verschwunden. Ich fühl's euch. Naja, das ist schon zäh, was wir da haben. Ja, also manches ist wirklich extrem glatt. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe jetzt meine Wunderschuhe. Jetzt meine 25 € Schuhe. Darfst du jetzt irgendwas Nettes in die Kamera sagen, bevor es ausschaut? Warum schaust du das aus? Naja, weil ich jetzt da weiter kriege. Verstehe. Tschüss. Ja, da geht's schon ordentlich runter. Ja, ja. So, ich muss jetzt aber da rum. Ja, das ist aber schade. Geht's? Soll ich noch ein bisschen zurückgehen? Schön aufpassen. Schön aufpassen, sagt er. Ein großer Schritt. Komm,
kommen wir doch sicher irgendwie da. Der ist nicht so einfach jetzt. Direkt auf, gell? Na, dann lieber so, wie du das auch gemacht hast. War nicht so blöd, ne? Nein, eh nicht. Das ist ja eine Höhle. Ja, ja. Das war nicht die eine Höhle. Nein, man geht schon vielleicht. Das ist ja wirklich frustrierend, dass man aufgekampelt ist, wie und was ist, die Bahn sind her. Hm? Ja, das ist ja richtig lieb da. Das ist wohl lieb. Das Buch der Bücher. Ja. Die Steigbibel sozusagen. Was haben wir denn eigentlich heute für ein Datum? Der 20. Juli. Thanks for the cash, oder? Ja. So, das heißt, jetzt, wir müssen da irgendwie durchgehen. Da musst du irgendwie durchgehen, ja? Das ist für dich mehr eine Herausforderung als für mich. Aufpassen beim Übertritt zur Leiter, gell? Das könnte. Beim Übertritt der Hause aufpassen. Genau, das könnte eine Herausforderung sein. Ah ja, da ist die Leiter. Na, die ist ja spannend, die Leiter. Ah, ja. Sehr cool. Ja. Ist aber nicht so hoch wie die Frauenluke. Wenn du da oben bist, sagst du mir Bescheid. Ja, ist klar. Sehr günstig. So. Na ja, gut. Ja, die Leiter sehr ausgesetzt, aber schön. Das ist ja gemein da. Das ist ein bisschen gemein, ja. Aber sicher ist sicher. So, jetzt aber. Mir ist jetzt noch viel mehr sein, oder? Würdest du sagen, dass das dabei ein angenehmer Grad ist? Ja, das ist angenehm. Also, ich glaube, was weiß ich hier. Schwieriger muss es echt nicht sein, gell? Also das kann man mit dem Mödlinger nicht vergleichen, auf jeden Fall. Also der Unterschied ist sehr deutlich. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja, spannende Wurzel, stimmt. Das ist lustig, gell? Ja, da ist sie jetzt fast schon zähmt, ne? Ich glaube, das ist weh. Sehr gut. Gehen unter der Hilfe einer Hände am Ende. Ja, da sieht man die Ruine. Kann da jetzt leider nicht zoomen. Muss man immer noch aufpassen, dass man sich da nicht alle da stehst. Brav die Kamera wieder weg. Sehr brav, Asrael. Vorbildlich. Da am Ende der Versicherungen, Finesse, könnte es nochmal schief gehen. Na, schau, das ist ein Bankerl. Ja, hervorragend, es bietet sich ja für kleine Trinkpause an, oder? Also da ist aus. Bitteschön, da werden wir uns hinsetzen. Darf ich dir eine Haferkraft anbieten? Das ist sehr passend, ja bitte. Darf ich dir eine Würstel anbieten? Unbedingt. Hm? Das will ich dann vor der Haferkraft essen. Das ist eine Haferkraft und das ist gleichzeitig eine Hovercraft. Gleitreibung ist was Faszinierendes. In der Tat. Da kommt der wahrscheinlich gleich. Naja. War cool. Hm? So? Hm? Sehr nett, oder? Ja, ist ja. Stark. Was es ausmacht, wenn du das da hängst, wo da. Das darfst du ohne nie gehen. Ohne da alles nie mehr gehen. Ein Grisotti hätte ich dann noch. Hm, das sagt man jetzt. Ja, damit. 200 Gramm. Warte mal genau. Schöne Scheiße. Kannst du etwas schweigen? Das ist nur wenn du angeschieden und diesen Sack hängen, damit es zumindest nicht so aus. Striptease. Oh.
ja, das mit dem Wetter hätten wir uns anders vorgestellt. Der Wind bringt leider ja Regentropfen. Da draußen zur anderen Seite ist wolkenlos. Das ist ja total fies. He? Es gibt ja nur einen Weg. Der geht zwar momentan auf, aber trotzdem. Na schau, von da drüben kommt man her. Und da gibt es blauen Abstieg. Und jede Menge Wegweiser, die werden wir inspizieren, oder? Ja. Da ist wieder einmal. Mhm. Da ging der Trobilsteig weiter, da ging es nach Fellbring. Ja. Einhornhöhle, drei Städten. Ja, wenn es uns da schon so blöd anregen, dann werden wir uns für den Abstieg nach drei Städten entscheiden. Das Regenradar sagt leider nichts Gutes. Nutzt nichts. Also Klettersteigen im Regen ist nicht für uns. Ja, der Hohlweg schaut so aus, ist aber schon mal deutlich hohler gewesen war. Ja, da fällt ein bisschen was. Ich drei. Der Zischka-Steig war da. So weiter. Und da gehen wir jetzt durch die grüne Hölle. Das ist echt schön. Das ist geil. Die grüne Maschine liegen rauf, ja? Ja, ja. Das ist ein Wanderparadies. Das war jetzt der zweite Klettersteig mit tatsächlicher Ausrüstung. Ja. Also ein C-Steig, so wie jetzt aktuell der Mödling auch bewertet wird. Dazu gibt es dann noch ein extra Video von mir, was ich von dem halte. Ja, das ist. Scheint zwar unterschiedlich, ja. Oder? Das ist wirklich ein Scherz. Für einen Einsteiger, der jetzt überhaupt keine Fragen hat, nichts. Muss man auch ganz klar sagen. Also für Israel, der schon B-Steige auch vorher mit mir gegangen ist und halt ungesichert, war das dann überschaubar. Ein bisschen Warmkraft habe ich ja. Also für irgendwelche Leute, die das noch nicht gemacht haben, ist wahrscheinlich nichts. Der Regen war doch zum Teil ziemlich stark und jetzt noch einen weiteren Klettersteig und uns sonst vielleicht nochmal abbringen lassen. Ja, das hat uns auch keinen Spaß gemacht. Und davon abgesehen, schau. Gibt's einen Regenbogen? Ja, jetzt kommt das runter unten. Dann hast du mich auch, ne? Schau, wenn du zu Tode ermattet bist, dann kannst du auf dieses Bankerl sinken. Die haben alle einen Namen, das ist Herzhausbankerl. Ja, schau, da drüben, da bist du mal Dunkelreiter. Ja. Tja, und schon hat uns der Parkplatz wieder. Das war eine sehr kurze Tour. Israel, schau, da haben wir jetzt eine tolle Übersicht und jede Menge Wegweiser. Schau, das ist ja fast so schön wie meine Karten, oder? Ja, wir sitzen also auf unserem Bankerl am Parkplatz, weil sehr weit war die Tour nicht, aber wir werden uns trotzdem ausrasten. Das waren jetzt insgesamt noch keine 3 Kilometer. Nein. Da haben wir jetzt mehr eingefressen, als was wir gegangen sind, aber das macht nichts. Eigentlich gibt es nichts mehr zum Sagen. Gibt gell? Viel zum Sagen, überhaupt nicht viel. Ne? Außer ich bin froh dabei. Ich bin Israel. Ja, und vielleicht sieht man es mal auf einer anderen Tour. Ich habe das schon mal erwähnt, dass ich noch mal keine Kamera mitnehmen muss. Oder sowas. Ja, hast du schon mal erwähnt, aber du hast das noch nie gemacht. Du bist blöd, was du nicht mehr erwähnen. Bei mir ist nicht extra wegen einer Wurst zu viel, aber wenn man extra Wurst muss zu viel. Oh je, das kann nicht alle Spitze sein. Du, ich hab noch ganz wenig Batterie, da kannst du länger lachen.